Heute um 20:30 Uhr live bei der Zone und Amazon Prime unser Relegationshinspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und bei aller Wertschätzung für die Heidenheimer, wir wollen und werden heute einen glasklaren und deutlichen Sieg einfahren und damit den Grundstein für den Klassenerhalt setzen. Da bin ich felsenfest von überzeugt, denn davon zeugt alleine schon die Tatsache, dass Blokovic heute mit drei Spitzen spielen wird. Mit anderen Worten, drei. Und zwar neben den beiden gesetzten Rocket Rashica und Yuji Osako, wahrscheinlich mit Lücke Füllkrug in der Startformation. Wahlweise könnte aber auch Josh Sargent starten. Da hat sich Flo nicht in die Karten gucken lassen. Schauen wir mal, mit wem er da anfangen wird. Also ich persönlich favorisiere auf jeden Fall Lücke Füllkrug. Bei aller Wertschätzung für Heidenheim, wir werden heute zeigen, dass wir das weitaus bessere Spielermaterial zur Verfügung haben. Wir werden zeigen, dass wir heute Herr im Hause sind und das wird heute ein glasklarer Sieg werden, da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Und das machen wir am besten in folgender Aufstellung. So wie es aussieht, wird es ein 4-3-3 werden mit folgenden Leuten. Im Tor natürlich Jiří Pavlenka, dann die Viererkette mit Marco Friedl, Niklas Mosander, Milošević und Hegeberg Selassie auf der 6, Philipp Bargfrede. Dann über die Außen mit David Klaassen und Maxi Eggestein. Und vorne dann Milot Rashica, Yuya Osako und wahrscheinlich mit Lücke Füllkrug. Und mein Werder-Tipp ist auch wieder gedeckt. Dann zeige ich ihn euch mal eben hier. Fangen wir an hier mit dem Teddy. Seine beiden Freunde, das Schweinchen, die drei Enten, der Werder Gartenzwerg, die beiden Frösche, die Werder Fahne. Die Werder Bremen Sparbüchse, die beiden Werder Biergläser, die Trinkflasche, ein Kuli und ein Schreibstift, die Werder Bremen von Bormi unterschriebene Kaffeetasse, Werder Bremen Schnapskrug, paar Buttons, Werder Bremen Schlüsselanhänger, drei Werder Feuerzeuge, ein Werder Bremen Stirnband und das Werder Bremen Timborowski Glas. Hier natürlich nicht zu vergessen auch der Werder Kellogg's Truck, der alle mit Leckereien versorgt. Meine 39 Becher, alles Einzelstücke. Meine Schals, drei da und zwei da. Und das Ganze aufgeteilt auf einer schönen dreigeteilten Werder Bremen Tischdecke. Es ist angerichtet, das Werderland ist bereit, das Bremer Rathaus, da ist sogar die Werderflagge vom Bürgermeister Andreas Bubenschulte gesetzt. Also da kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Das gesamte Werderland ist bereit für das Hinspiel in der Relegation gegen den ersten FC Heidenheim. Das war es auch erstmal wieder von mir. Wie schon gesagt, das Spiel wird übertragen ab 20:15 Uhr live bei Amazon Prime Video. Alternativ könnt ihr das natürlich auch auf der Zone gucken. Also ich gucke selber es auf Amazon Prime an. Und ich melde mich wieder direkt nach dem Spiel. Also bis dann. Ciao.